Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Heute spielen wir ein sehr unbekanntes Spiel, ist auch ein Indie-Game. Ein Horror-Game soll es sein, aus Russland diesmal. Und es nennt sich Der Korridor. Und wir sind Hotelgast in einem Hotel und wachen auf nach einer langen Nacht. Doch einige Dinge sind anders. Wir beginnen das Spiel jetzt mit einem Ladebalken. Jetzt beginnen wir das Spiel. Ja. Mitten in der Nacht wachte ich in meinem Zimmer auf. Ich fühlte mich nervös, doch eigentlich grundlos. Das Hotel überzeugt soweit erstmal durch seine Schlichtheit. Und offenbar gab es auch nur ein einziges Teppichmuster und das musste dann auch dringend an der Decke verlegt werden. So, immerhin gibt es ein paar Teller und es gibt ein Büchlein, aber nehmen können wir uns nichts. Wir können eigentlich nur aus der Türe hinaus. Und genau das tun wir jetzt. Merkwürdig. Ich erinnere mich gar nicht an solch einen langen Korridor im Hotel. War wohl eine lange Nacht gestern. Habe ich zu lang geschlafen? Bin ich schon wach? Schlafe ich noch immer? Ich weiß es nicht. Die Bilder an der Wand sind hübsch, doch bedeutungslos. So wie sie es war gestern Abend. Doch ich erinnere mich an nichts mehr. Eine Flasche Wein zeugt vielleicht noch vom gestrigen Abend. Schöne Bilder auf jeden Fall. Und wirklich ein erlesener Geschmack im Tapetendesign. Oh. Und ich glaube, wir haben irgendwas umgeschmissen, was gar nicht da war. Und wir öffnen die nächste Tür. So weit, so gut. Ein umgekippter Stuhl. Er könnte die Geräusche verursacht haben. Aber wer soll diesen Stuhl umkippen? Es ist auch niemand hier. Und wo geht es zum Fahrstuhl? Hallo? In diesem Teil des Hotels sind wohl die Lichter ausgefallen. Und es wirkt ein bisschen bedrohlich. Oh. Ein kleines Mädchen lachte frohlockend in der Gegend herum. Und ich weiß nicht genau, ob ich hier weitergehen möchte. Noch ist alles gut. Ah, hier ist alles hell. Ein paar Flaschen Rotwein liegen auf dem Boden. Schritte. Aber woher? Und woher stammt dieser köstliche Rotwein? Oder ist es etwa Blut? Das Blut unschuldiger Kinder, vergossen auf dem Rasen der Unendlichkeit. Was? Keine Ahnung, ich gehe mal weiter. Ein durchgebrochener Tisch. Ein nicht gelesenes Buch. Oh. Das sieht aus wie das letzte Abendmahl. Und heute gibt es rote Grütze, serviert vom Satan persönlich. Und auch das Kreuz im Hintergrund ist umgedreht. Eine teuflische Darstellung. Was war das denn gerade? Hast du auch gerade Jesus gesehen? Und hier ist ein Pipi-Fleck. Wahrscheinlich hat das schon jemand vor mir gespielt. Okay. Noch ist alles gut. Ein Bild auf dem Boden. Spinnenweben im Hotel. Ich glaube, wir haben sehr, sehr lange geschlafen. Ach du Heiliger. Und schon wieder ein zerbrochener Tisch. Wir scheinen hier in einem nicht sehr oft betretenen Teil des Hotels zu sein. Und der Weg zum Fahrstuhl
führt scheinbar in die Hölle selbst. Offenbar sind wir nicht die Einzigen, die den Fahrstuhl suchen. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ja, leichten Sonnenbrand geholt. Man muss sich schon mit Sonnenschutzfaktor 50 eincremen. Gut, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel sich so entwickelt. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Ach du Heilige. Das ist doch kein Hotel, das ist doch ein Abenteuerurlaub. Nee, ich wollte nur mal testen. Ach du Scheiße, kommen wir ja durch? Nee. Hallo? Dann gehen wir eben hier entlang. Ach du Heilige. Sieht gut aus bisher. Und ich glaube, wir müssen hinab in die Dungeons des Hotels. Und das hat mit Korridor nicht mehr viel zu tun, glaube ich. Und auch nicht mit einem Hotel. Werden hier etwa Satansrituale durchgeführt? Was ist das denn? Schinkenwurst. Hallo? Das Spiel ist übrigens natürlich wieder komplett kostenlos. Auch wenn das Feuer schief sitzt, kann man sich das runterladen. Was steht da oben? Ist das eine 07 oder? Und den Link zum Download findet ihr wie immer in den Video-Infos unter dem Video. Es ist verdächtig ruhig. Was? Was? Alter, hör doch auf damit. Hallo? Ich höre jemanden hinter mir atmen. Aber da ist niemand. Da ist niemand. Na, Hauptsache, hier steht jetzt nicht irgendeine Frau? Alter! Was ist das? Ich will da gar nicht hingehen, aber ich muss. Alter, was ist denn das? Hä? Was soll das sein? Ist das eine Oma? Ist das ein Tittenzombie oder? Der tut aber nichts, ne? Nö. Ach Mensch, hallo. Ich laufe da jetzt gegen und der tut nichts. Ekelhaft. Okay, jetzt geht's aber weiter. Ich hoffe, ich nehme da nicht gerade ein bisschen den Gruselflair raus. Aber ich will mich ja erschrecken. Deswegen suche ich ja die Gefahr. Hört auf zu flüstern. Ich weiß, dass ihr lügt. Was ist das? Alter, was ist das denn? Au! Ah! Aua! Nein! Au! Au! Ah! Scheiße! Ich sehe die gar nicht! Lass mich! Lass mich! Scheiße! Geh weg! Hä? Ihr Pisser! So, schnell Tür zumachen, weglaufen. Alter, was ist das denn? Wieso bin ich jetzt wieder im Hotel? Und was ist das da oben? Weiß ich nicht.
Huch. Ladebildschirm. Ach, das war nur ein Albtraum, hoffe ich. Na gut. Probieren wir es ein weiteres Mal. Ja, war nur ein Albtraum. So sieht das Hotel normalerweise auch richtig aus. Kanerz, das... Also da steht Ende. Ja, das war also der Korridor. Mensch, wie lange war... Wow, 11 Minuten. Hey. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt so ein richtiges Horror-Game, so ein bisschen vielleicht SCP-mäßig, aber war wohl nur einfach ein Korridor. Ja, ist ja süß ein bisschen irgendwie. Das Spiel ist aber gerade, das muss ich nochmal anmerken, es ist in der Beta und der Programmierer, der es natürlich nur aus Spaß macht, natürlich, der will dann auch eine überarbeitete Version rausbringen, wo es dann auch viel mehr zu erkunden gibt, pipapo, zumindest soweit ich das rauslesen konnte, ist halt alles russisch. Und mein Russisch ist ein bisschen eingestaubt, da muss ich mich mal zurechtlesen. Wie gesagt, wenn ihr das selber mal spielen wollt, die 10 Minuten, wenn ihr 10 Minuten Zeit habt und das selber spielen wollt, Download-Link in der Videobeschreibung unten. Und ich habe das mal auf einem anderen Hoster hochgeladen, ich habe es mal auf Mediafire hochgeladen, weil es momentan auch so ganz auf Deposit-Files rumfliegt, das offizielle. Und da ist so viel Werbung, bis man sich da durchgeklickt hat und das findet, wo man das eigentlich runterladen kann. Vergeht mehr Zeit als beim Spiel selbst. Ja Mensch, das war das kürzeste Let's Test, was ich jemals gemacht habe. Ich glaube, da schalte ich mal keine Werbung vor. Eigentlich wollte ich alles machen, was unter 10 Minuten hat. Alle Videos unter 10 Minuten wollte ich nie Werbung vorschalten. Das hier ist ein bisschen länger, komm, egal, scheiß drauf. Naja, haben wir zwischendurch mal... Ja, tja, was soll ich sagen? War jetzt total aufregend. Ich hoffe... Nee, ich bin sicher... Also eins der nächsten Horror-Games kann ich jetzt schon ankündigen, das wird so bösartig, dass ich mir jetzt schon in die Hose mache, wenn ich nur daran denke, dagegen ist Slenderman gar nichts. So, auf jeden Fall in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet 10 Minuten lang vielleicht ein bisschen Spaß. ja, was soll ich sagen? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass es so kurz ist, aber raushauen werde ich es trotzdem. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Test. Tschüss. Ach, halt die Schnauze, das war voll ungruselig.